So, meine Freunde, sind wir wieder bei Assassin's Creed 2. Ezio Auditore da Firenze. Die Schiffsmission haben wir jetzt schon hinter uns gebracht, die schwierigste aller. Und jetzt werden wir uns mal, wie ich denke... noch nicht. Werden wir uns mal dahin durchschlagen, was auch immer das sein mag. Wir werden es ja gleich herausfinden, ich glaube die Kasernen. Das ist nämlich der Kommandant der Stadtwache, den wir jetzt töten müssten. Er ist nämlich auf der Seite von Savonarola, ist ja glaube ich klar. Die Polizei quasi des alten Florenz. Ja, ich lag sogar richtig. Wie. Sprung und Feder. Guck mal. 25 Federn. Haben wir schon. Ich kann ihn nicht sehen. Wo ist? Du wirst sterben, mein Freund. Du hast es nicht verdient, zu leben. Ja, es ist das Quartier der Stadtwache. Hier stimmt was nicht. Noch ein Herausforderer. Wo sind die Menschen? Exzellent. Savonarola warnte mich, dass sich jemand gegen uns stellen würde. Also habe ich diese Falle gestellt, um die zu erwischen, die den Helden spielen wollen. Es erwies sich als unterhaltsam und effektiv. Lasst uns beginnen! Was ist eigentlich mit den Wolken da los? Karriereleiter, Attentat auf den Hauptmann der Wache. Was für ein Spektakel! Wie lange du wohl überleben wirst? Na gut. Ich habe alles gesehen und alles gehört. Also irgendwie seid ihr ja lächerlich, meine Freunde. Nicht ihr, ich meine natürlich den Hauptmann der Stadtwache, den ich jetzt holen werde. Ah, okay, guck mal. Die wollen mich im Feinen bombardieren. Nix da. Bald wird nichts mehr von dir zum Begraben übrig sein. Party! Zum Kämpfen geboren! Lass sehen, aus welchem Holz. Oh, ich hab gar nichts gesehen. Okay, der ist jetzt durch Fall gestorben und sein erster Tod nicht durch Assassin's Creed, versteckte Klinge. So und brutal? Nein, Savonarola hat euch verhext. Tat er das? Oder war ich es, der Macht kostete und berauscht wurde? Ich wünschte, ich wäre stärker gewesen. Ich auch. Es tut mir leid. Doch es gibt keinen anderen Weg. Requiescat in pace. Okay, jetzt haben wir es mit echt vielen Stadtwachen hier zu tun. Aber die beste Option wäre hier wegrennen. Dieses Mal müssen wir wegrennen. Und natürlich, wie erwartet... War das nicht die letzten Wachen? Sieht selbst, welche Wunder dieser Künstler wirken kann. Welche Richtung? Ihr könnt ja mal versuchen, mir zu folgen. Aber ich glaube nicht, dass ihr das irgendwie schaffen würdet. Ach Mann, da vorne sind schon natürlich neue. Da ganz knapp ist noch ein neuer Haufen. Okay, ich bin jetzt nicht mehr in irgendeinem Sichtfeld. Das heißt, ich werde entkommen. Was soll man denn die ziehen? Ölen wir uns, das halben wir uns mal an dem Heuhaufen zu. Hallo? Wie wär's mal? Danke. Gehen wir mal weiter. Wo ist weiter? Hier. Gehen wir mal dahin. Was das ist, weiß ich nicht mehr. Mutig was ganz Einfaches. Diese Leutnants. Könnten allerdings auch mal wieder kurz einen Abstecher nach Monteregioni machen.
Nur geschwind, natürlich. Um kurz die Feder abzulegen und Geld zu holen. Was ich jetzt, glaube ich, zwar nicht mehr brauchen, aber ich weiß ja nicht. Außerdem wollte ich mir noch Rauchbomben kaufen. Aber zu niedrigen Preisen. Ich bin jetzt natürlich ein bisschen knauserig geworden, jetzt wo ich so viel Geld habe. Rauchbomben und Medicals. Ganz wichtig. Nein, keine Gemälde, auch keine Schatzkarten. Man, was meint? Was mache ich denn? Immer noch keine. Nein, nix. Okay. Ah, okay. Sehr gut. Kugeln haben wir alle. Okay, gut. Ja, ja, ja. Solange deine Rauchbomben funktionieren, bin ich glücklich. Und zufrieden, wie es ja in der Verkaufssprache heißt. Oh, 55.000 trägt unsere Truhe. Die holen wir uns natürlich mal schnell. Jetzt noch die Feder rein, damit wir auch reines Gewissen haben und eine leere Federtasche, was auch immer, wo der die Federn reintut. Ey, der sammelt für Federn Einkommen, hey, das gibt's nicht. Wären Einzelhandelsbetriebe so gestrickt, das wäre ja echt, also, ich meine, da sitzen dann die Chefs draußen vor dem Laden und würden so Federn aufsammeln. Guck mal, ich habe eine gefunden. Jetzt werden wir reich. Ich gähne schon über meinen eigenen Witz. Ja, so schlimm ist es schon mit mir. Hey, wir können uns jetzt auch alle Schätze im Monteregioni holen. Wir haben jetzt ja alle Talente. Ist egal. Was cool wäre, wäre der Apfel, der Edenapfel. Ach, guck mal, wir können uns ja fast direkt zu unserem Ziel dann teleportieren. Das ist geschickt. Denn der interaktive Ladescreen vorbei ist. Wählen wir erneut die reparierte Erinnerung an. Hab keine Angst. Ich will doch gar nicht mal da noch. Da hinten, okay. Ah, okay, jetzt weiß ich auch wieder, was das ist. Ist ja rechter Scheiß. Es ist recht einfach, meine Freunde. Wenn ihr Pflege wollt, müsst ihr euch dem neuen Herrscher unterwerfen. Chirurgischer Eingriff. Ungesehen ein Attentat auf den Doktor ausführen. Ein Arzt. Quacksalber. Okay, die Mission war jetzt ein Fehlschlag. Du bist ein toter Mann. Ja. Der war doch tot. Ach, egal. Probieren wir nochmal. Ja, sofern ich kein ganzes Quadrat verliere, ist okay, ist okay. Okay, ich glaube, hier hat es auch ein bisschen mehr mit Planung zu tun. Hier. Ihr habt die Wahl. Unterstützt die Medici, die, wie ihr wisst, Florenz schon lange verlassen haben, oder akzeptiert Savonarola. Wir warten, bis die Wachen da vorbei sind, dann kann ich mich nämlich in die große Masse da runtertauchen. Warum es bekämpfen, sich verweigern? Er ist ein guter Mann, mit starkem Charakter und guter Moral. Er will uns vor uns selbst retten. Er ist hier! Nein! Komm! Das geht doch jetzt echt nicht klar. Das geht jetzt doch wirklich nicht klar, Jungs, Mädels, ohne Scheiß. Nein, ich bin kein Händler, verdammt. Unterstützt die Medici, die, wie ihr wisst, Florenz schon lange verlassen haben, oder akzeptiert Savonarola. Lass uns mal auf die Blöden hier warten. Warum es bekämpfen, sich verweigern, jetzt ein Tod. Mit starkem Charakter und guter Moral. So, schnell den Blick der Wache ausgewichen.
Und Rettung brauchten wir. Bevor Savonarola zu uns kam, trieften wir vor Sünde, Völlerei, Lust, Stolz, Gier. Muss ich noch mehr? Halt die Klappe. Da. Ah, im Grunde eigentlich ganz einfach. Du musst nur wissen, wie. Ihr habt das Blut eines Heilers vergossen. Nein, ich habe das Blut eines Tyrannen vergossen. Diese Macht über Leben und Tod zwischen dieser Welt und der nächsten. Anscheinend berauschte ich mich. Und jetzt werdet ihr schlafen. Euer Tod dient einem Zweck. Requiescat in pace. Ruhe in Frieden, du blöder Quacksalber. Jetzt kümmern wir uns mal hier um die ganzen Wachen hier. Nicht auf Fluss einfallen! Klappe. Mach mal die Greenhorns hier. Pack die von hinten! Ah, nehmt ihn von hinten. Widerlich. Kannte mal einen, der kämpfte wie ich. Ich keine Größe mehr. Der Verräter ist nicht besonders alt geworden. Oh mein Gott, bevor jetzt wieder noch mehr von diesen blöden Pennern da aufkreuzen, hau ich lieber ab. Und ich weiß auch schon wohin, weil die meisten mir nicht folgen können. Seht ihr, ich sag doch, die Waffen, schau ich schon, die Wachen nerven hier so verdammt sehr. Die einzige Möglichkeit ist eigentlich wirklich über die Dächer abhauen. So, haben es aber geschafft. So, sie laufen vorbei. Machiavelli, Paola und Dings. Bums. La Volpe. Okay, Moment. Die Karte muss ich kurz wieder aktualisieren. So, jetzt. Was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir mal dahin. Ich glaube, das ist da beim Duomo. Da müssen wir damit da rauf, wieder auf die Kuppel. Die Kuppel ist voller Wachen und wir dürfen natürlich nicht entdeckt werden. Ich frage mich mal gern, wer sich diesen Scheiß ausgedacht hat. Den Typ muss man wirklich verprügeln lassen. Also ganz ehrlich. Wir dürfen nicht entdeckt werden. Es muss eine Splinter Cell Stealth-Aktion sein. Idiot. Richtiger Idiot. Komm, Freunde. Ich habe heute frisch gefangen. Oh mein Gott, Alter. Deine Egel interessieren mich nicht. Die sind ekelig. Ja, der Duomo. Oh, der Duomo geht ganz schön lang, also das muss ich schon sagen. Ganz hoch zu klettern könnte ein bisschen lange dauern. Naja, was soll's. Omnipotens Deus, Rex Regum, et Omnium Gubernator. Sterbesakramente. Ungesehen auf den Duomo klettern und den verblendeten Priester aus seinem Hochsitz entfernen. Die Mission erinnere ich mir nämlich auch noch. Hab ich auch sehr oft versagt. Aber wie gesagt, diese Missionen sind auch hardcore hier. Im zweiten Florenz, die sind echt übel. Der jetzt selber mittlerweile doch bestimmt auch schon gesehen. Das ist nichts für. Nix für schwache Nerven. So, da oben ist eine Wache. Da! Immer! Ah, das war jetzt schon mein Fehler. Das geht genauso wenig klar, das ist genauso dreist. Okay. Ah, nicht. Aber hier. Okay, ganz schnell hoch. Damit der Typ mich auch nicht entdeckt. Die eine Wache da unten.
So, und jetzt wegen der Wache muss ich nochmal aufpassen. Verdammt! Sofort runter hier! Schnell! Mann! Ich will aber nicht. Jetzt muss doch sterben, Penner. Ganz einfach, weil mir da noch ist. Okay. Den holen wir mal runter. Den habe ich jetzt umgewichst. Vorne muss ich noch ein paar umwichsen. Ehrlich, wer hat sich diesen Dreck ausgedacht? Ich köpf ihn, ich schneid ihm den Kopf ab und scheiß in den Hals. Und ich meine nicht auf die geile Art und Weise, nein. Nee. Der schluckt dann richtig. Das kann ich gleich mal, das kann ich schon mal vorweg sagen, hey. Nein, Spaß. Okay, mal ganz strategisch. Gehen wir schon mal dahinter hin. Wo der ist. Obwohl, bei Gelegenheit hole ich jetzt den auch noch von seinem. Nein, was zum Geier, Alter, was? Oh Gott, ey. Wie kann das sein? Leute, nächster.